Mini-Winnie-Würstchen-Kette ist der Kinderparty Star! Hier sind wir immer wieder bei Frontschweine. Ja, ich habe 2 Marken und diese 2 Marken, die will ich ausgeben. Meine Frage ist, kriegen wir unseren Captain irgendwas zu tun? Oder machen wir den Grafen eine Stufe höher? Theoretisch kann ich auch ihn eine Stufe höher machen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, was benutze ich denn als zweites? Noch ein Geheimdienst. Denn Geheimdienst ist toll, aber das Problem ist, jetzt habe ich natürlich keine weiteren Marken mehr, um noch jemanden zu befördern. Da muss ich wohl leider die Mission starten. That's no good. Aber ich glaube, die Mission war nicht so schwer. Hoffe ich mal. Ansonsten, ne, ihr wisst ja, schaffe ich nicht, ist nicht alle Marken zu kriegen, wird neu gestartet. Und wenn die Part zu lange dauert, dann wird sie eben in einen zweiten Part aufgeteilt. Ja, so wird das dann sein. Gott, ich kann aber nicht glauben, dass ich einfach eine scheiß erste Mission verkackt habe. Insel springen. Ah ja, okay, warte. Da sind unsere Freunde und ich könnte irgendwie rüberspringen. Stimmt, da ist einer und da ist einer. Natürlich ist es ganz, ganz schlau, wenn wir natürlich mit dem Pionier rübergehen und zu den Typen gehen. So, jetzt muss ich erstmal wieder in die Frontschweinesteuerung reinkommen. Wenn ich die ganze Zeit eben ein anderes Spiel gespielt habe, ein neueres Spiel für die PlayStation 3, ich sag mal nicht welches Spiel, und dann jetzt wieder Frontschweine spiele, ist das erstmal wieder voll alle Kanne anders. So, wir wollen natürlich, dass unser Freund hier erstmal irgendwo im Nichts landet. Wie ich das denn hin? Ich glaube zu mittig, oder? Könnte gut sein. So, und du gehst irgendwie noch Richtung nach da hinten. Ich überlege gerade, schaffe ich das überhaupt? Ein Sanitäter? Oder dich nach da hinten? Ach, egal. Auch wenn ich mich theoretisch bestimmt mehr oder weniger selbst verletze. Auch wenn ich mich verstecken werde. Sehen wir, wie jemand da oder stand? Jetzt auf jeden Fall 32 weniger. Ja, verlier Energie. Pionier mit 80 Energie? Was? Was kannst du fragen, so viel Energie zu haben? Das dürften selbst die verstehen. Rotflinte? Aua. 15? Ich überlege gerade, was. Jetzt habe ich einen Sanitäter. Ich überlege gerade, was gab nochmal Dings hier? Heilende Hände, was gab es nochmal an Energie wieder? 15? 20? Ich glaube, 20 war das, ne? Kann sein. Auf jeden Fall werde ich mit dem Sanitäter natürlich jetzt mal die schöne Kiste mitnehmen. Noch eine. Braucht der Sanitäter viel Energie? Natürlich braucht er viel Energie. Na, guck mal, hier hinten ist auch eine mysteriöse Fragezeichenbox. Ja, natürlich, dass man der Ahnungslose nicht weiß, dass man eben sich als Spion verstecken kann. Wird diese Kiste mehr oder weniger ignorieren oder sich fragen, was ist denn das? Wir wissen es. Aber eben, der Nubi weiß es nicht. So, Heilung. Was mache ich jetzt? Ich benutze die Granate, aber nicht in die Kiste mit. Sonst, nimmt der die noch mit? Nein, keine Zeit mehr. Ich hasse Zeit. Zeitnot. Ich habe ihn wenigstens getroffen. Aber er fällt nicht ins Wasser. Und ich hasse normale Frontschweine. Die haben einfach nichts Besonderes. Und Sanitäter Stufe 1 und 2 hat eben auch nichts Besonderes. Ja, natürlich trifft er super gut. Ja, fick dich. Guck mal, mein scheiß Edel verliert einfach so viel Energie. Fick dich. Der Sanitäter macht nichts Schlaues. Ich glaube, ich habe diesen Typen an. Nee. Du, ja, wo bist du überhaupt hin? Ach denn? Du nervst einfach, aber das Ding 50 Energie ist auch scheiße. Aber du stehst auch scheiße. Ich versuche ihn mal zu töten, ja. Aber mein, gerade bei Wasser, ey. Das wird nichts. Grabenputzer gefällig? Ich wusste es. Scheißdreck, ey. Natürlich darf der jetzt auch gerade wieder rankommen. Und leider sind die auf der scheiß
PlayStation-Version einfach so schlau. Was geht? Ja, okay, das war mehr oder weniger schlau. Er hat zwar volle Kanne den Bunker getroffen, zwar nicht den Bunker, den er soll, also der wichtig wäre für ihn, aber egal. Was soll ich denn hier? Könnte theoretisch einmal klauen, ne? Ja, warte, ich packe ihn mal wieder zurück. Ich weiß gar nicht mehr. Dreieck! Ah, los, ich hab doch nicht ewig Zeit. Ich hasse Energie verliehen. So, ich werde nämlich einfach mal den Typen da hinten beklauen. Zweimal wird er wahrscheinlich noch nicht reichen, weil er dann immer noch zu guten Scheiß hat. 57 Energie hast du. Schrotgewehr? Und komm, werden Bazooka geklaut? Oder? Toll, Hufme. Hat aber noch seine scheiß Bazooka. Toll, du hast auch noch deine Energie, Mann. Willst du nicht einfach sterben? Nein, du willst noch zwei Energie haben. Alter, schick dir das rein! Oder, ich wollte gerade sagen, oder ich schub sie natürlich noch ins Wasser, aber nein, auch den Glück werde ich nicht haben. Das Glück. Die Glück. Ihr wisst, was ich meine. Na komm, du bist ein Sadi. Komm, was willst du machen? Hackfleischgranate! Danke. Danke, dass du dumm bist. Scout? Ach ja, das ist den letzten Typen, den ich ja befördert habe. Ein normaler Scout hat ja auch nicht viel. Aber ich habe wenigstens ein einziges Mal klauen. Das heißt, ich kann ihn jetzt eventuell noch das Dings klauen. Das, wahrscheinlich scheiß Bazooka. Ich glaube, mehr hat er auch gar nicht, ne? Mine? Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Ah, wie komme ich da jetzt rüber? Scheiße, komme ich da so rüber? Oder ist da eine unsichtbare Wand? Nein, das klappt. Sehr gut. Mann, ich verliere so viel Energie. Aus, rüber. So, jetzt kann ich ihn in die ewigen Jagdgründe schon mal schicken. Probier mal die detoniert auch gleich. Und dann kann ich natürlich hier ihn hier in die ewigen Jagdgründe schicken, falls sie ins Fass einschubsen. Warte, wir positionieren hier. Tja, und dann schnell weg. Ach, natürlich, das hat auch noch geklappt. Hui. Der ist schon mal tot. Und ich glaube, ich höre jemanden ertrinken. Naja. Träger, bitte. Ole. Den Rest ole, ole, ole. Oh nein, der Scout kommt. Und was will er machen da hinten? Ich glaube, nochmal der Scout. Was, der hat ja das, was ich auch habe, ne? Also der hat nicht viel. Das heißt, der will uns höchstens vergiften. 1000 Punkte. Bang, voller viel Müll. Also meine Edelruhe, der wird ein paar Runden sterben. Ha, Glück gehabt. Nicht mehr an der Ehre. Wer ist denn jetzt nur noch übrig? Den beklauten Typ, der ziemlich egal ist. Der Sunny, der hier ist. Okay. Theoretisch will ich ja nichts weiter, ne? Ich glaube, ich verletze mich auch wieder selbst. Dann verziehen wir uns erstmal und pennen eine Runde. Flieg und Sieg, ab ins Wasser mit dir. 5 Energie, er hat überlebt. Na, was kannst du jetzt so machen? Der hat ja noch einen Bazooka, ne, oder? Dann mal voran, mein Kind. Okay, ist mir egal, mich freut das. So, jetzt muss ich auf jeden Fall noch den Typen hier hinten irgendwie töten. Hallo. Ich hoffe, du bist doof. Komm ich hier überhaupt hin? Einfach volle Schmackes in den Wurf packen. Gleich rumstet im Karton. Ich weiß gar nicht, wie so weit kommen. Boah, fuck, ey. Gut gesprungen, aber leider daneben. In eure Haut möchte ich nicht stecken. Ich bin da ein Bunker. Und das ist der. Und der greift natürlich den Bunker an, der noch relativ viel Energie hat. So, dann eben nicht. Dann sage ich einmal hier. Und dann heißt es jetzt wieder mit der Bazooka treffen. Und ihr wisst ja, was ich nicht kann. Mit der Bazooka treffen. Der trifft deine Flanke. Das war schon wieder zu weit. Ah! Ich dreh durch. Oh Mann. Auch nur Pioniere. Ich treffe mit den scheiß Kanonieren nicht. Oder. Aber immer den Typen mit den Bazookern.
Was willst du tun? Danke, dass du dich tanzt. Danke, dass du dumm bist. Was liegt an? Oh, mein Scharfschütze. Du kannst jetzt endlich was machen. Und zwar den Typen töten, der da hinten ist. Aber der hat sich ja jetzt getan. Das heißt, der ist jetzt geschützt, mehr oder weniger. Gott, hier wird das Treffen ja schon schwer. Hör auf, so zu wackeln. Wow, das wird voll krass, Alter. Na, aber ich glaube, bei der Entfernung geht das Ding schon runter, ne? Ja, würde es haben eine bestimmte Entfernung, aber ich habe ihn nicht getroffen. Okay, der Unterstand ist auch ziemlich im Arsch. Ist das mein guter Typ? Nein, das ist aber das ist der Captain. Aber der Captain hat eine Biene. Ich will hier rüber. Nein! Alle auf dem Haufen, alle Schweinchen auf dem Haufen. Theoretisch ist es sogar schlau, wenn ich den am Leben lasse. Weil er ja die ganze Zeit eben. Ich kann aber auch nichts machen. Tarn dich einfach mal. Du hast eh nichts Tolles. Ach, ich vergesse den Chess-Sanitäter, das ist der Einzige, der noch was machen kann. Toll. Jetzt bin ich gerade von der Insel weggegangen. Hey, hier bin ich! Ja, zerstöre den anderen Bunker. Ja, der ist auch kaputt. Gut, dann schicken wir ihn jetzt mal in die ewigen Jagdgründe. Habe ich noch eine Mine? Eine haben wir noch. Die ist extra für dich bestimmt. Bitteschön. So, ich bin dann mal wieder aufweg. Ah, dieser blöde Typ da hinten. Der war mir so wahnsinnig, aber auch nur, weil ich dich treffe. Ah. Hätte was werden können. Dann was mache ich denn? Ja, ich habe keine Möglichkeit, diesen dummen Typen da hinten zu treffen. Ich bin Schrotgewehr, ich treffe dich. Wir müssen nur Schansch hochzielen und dann treffen wir ihn schon. Stirb, Schweinehund. Das wird ein totaler. Fast sogar getroffen. Respekt an mich selbst. Weiter so. Die Schwächlinge können einpacken. Na, wieder verstecken oder willst du angreifen? Er greift an. Gleich pfeift ihr aus dem letzten Rüssel. Mann, ihr der Sanitäter kann sich nicht selbst heilen. Na, scheiße, Dreck. Scheiße, Dreck, Alter. Ich kann hier nicht hin, da. Dachte, ich hab eins. Mein. Na, der Typ mit dem Snipergewehr. Na, dann mal ran an die Buletten. Ja. Wird das was? Ah, ja. Los, rutsch runter. Wasser, Wasser. Und dich lasse ich extra am Leben. Weil so verlieren die ja jedes Mal einen schönen Zug. Na, Mann. Guck mal, der Typ steht so gut. Oder so schlecht, wie auch immer. Ich natürlich wieder hier bestimmt volle Kanne wieder ins Wasser treffe. Jetzt fahren wir so ein bisschen nach da. Und dann wird da schon was. Gute Nacht allerseits. Ja, und ersaufe, du Schwein. Diese Kiste könnte kriegsentscheidend sein. Lass sie dir nicht durch die Lappen gehen. Ausgezeichnet. Wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Was ist das für eine Kiste? Ich könnte das theoretisch jetzt erfahren, aber... Hat der irgendwas fast zu seiner Waffe? Fuck it? Der hat einen scheiß Dynamit gehabt. Ey, neue Energie? Was geht? Was ist das für Scheiße? Willst du mal sterben oder so, du blöder Typ? Warte, ich werde dir extra ganz nah nicht rangehen, weil ich will nicht, dass du den anderen Typen angreifst. Du blöder Typ! Ey, ist sich voll klar. Ich wusste nicht, dass er noch TNT hat. Blöder Pionier! Das sind ja auch Minen, die hab ich ihn geklaut. Was hat er denn noch? Einen Ruf hat er auch nicht. TNT hätte er ja nur eins, ne? Jetzt schon wirklich nichts haben. Das könnte ein historischer Sieg werden. Ich hab trotzdem Glück, dass der scheiß Typ einfach nicht gestorben ist, ey. Ja. So, du hast noch 19 Energie. Joa, dann kannst du direkt diese Mine haben. Und dann war's das. Gewonnen, ohne einen zu verlieren. Na, das knapp, ey.
Nur weil ich nicht gerechnet habe, dass er ein TNT hatte. Aber Ende gut. Alles gut. Für mich auf jeden Fall. Jetzt habe ich einen Splitter im Huf. Yeah, Mission erfüllt. Und jetzt haben wir 3 Münzen. Jetzt können wir irgendjemanden sogar theoretisch sogar auf die nächsthöhere Stufe bringen. Das heißt, wir können so einen Respekt zum richtigen Spion machen. Kenne deinen Feind. Äußerlich ein Schwein wie du und ich, das auch nur seine Pflicht tut. Aber schauen wir genauer hin. Sein Gehirn winzig, nicht wahr? Aber lasst euch davon nicht täuschen. Er ist ein verschlagener Teufel. Und ein Überlebenskünstler, genau wie ihr. Er kann sich durchbeißen und frisst so ziemlich alles. Ja, er verträgt so einiges. Der kleine Stinker. Wenn jetzt der Wind von Norden weht, dann setzt besser die Gasmasken auf. Ja, die kleinen Videos lockern das immer so ein bisschen auf, ne? Die kommen auch immer nur, wenn wir einen ganzen Kontinent eingenommen haben. Ach, apropos neuer Kontinent, wir kriegen jetzt mehr Münzen. Exzellent! Wir haben Kap Keilerkopf. Kein Zuckerschlecken, was? Aber das war erst der Anfang. Wir werden ganz Australasien mit seinen prall gefüllten Futtertrögen erobern. Ja, das werden wir. Und jetzt haben wir 8 Münzen. Jetzt können wir sogar ein paar mehr Leute befördern. Jetzt können wir einen Spion machen. Theoretisch können wir schon 2 Spione machen, ne? Dann kannst du einen reden mal richtig ausbeuten. Hast du immer ein Schwein, was nichts machen kann. Strategie, Strategie, Strategie. Und es wäre auch schlau, wenn ich dann, sagen wir mal, meinen Sunny ein bisschen befördere. Dann kann er sich auch mal selbst heilen. Und eben für den Notfall, ne? Bloß ganz am Anfang, der erste Sunny hat eben auch scheiß Sachen. Ich spiele zwar nicht direkt weiter, aber wir schauen mal so, wie wir das theoretisch verteilen können. Also wir könnten den Captain theoretisch hier noch einen höher machen. Ich weiß gar nicht, was bekommt der Graf, wenn wir den noch einen höher machen? Oh, wir können... Mach ich das sogar schon? Guck mal, wir können sogar 2 Spione machen. Verdammt! 2 Spione. Oh, das klingt doch gut. Gerade für die Mission. Lagerungszustand. Ist das diese dumme Map? Ich glaube ja. Also da brauchen wir definitiv auch einen Pionier. Was kriegen Sie mit Spionen am einfachsten? Dann links hier. Ich weiß es nicht. Wir probieren die Map als nächstes aus. Dann wüsste ich. Ach, mir fällt gerade nichts mehr rein. Na egal. Leb wohl, bis zur nächsten Episode von Frontschweine, wenn es heißt Belagerungszustand.